Hey Leute, wie geht's euch? Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Star Wars Battlefront 1. Heute werden wir zusammen die Hauptstadt angreifen und wir werden die Königin richtig zusammenschlagen. Und ob uns das gelingen wird, das werden wir heute gemeinsam herausfinden. Was richtig cool ist, ist, dass wir heute Druidica spielen können. Und allgemein diese Stadt, ne, bei Star Wars Battlefront 2 war die richtig dunkel. Und hier werden wir sie bei hellem Tag spielen. Und es wird richtig geil und ich hoffe, Qui-Gon Jinn ist hier nicht. Ey, wenn der da ist, ne, der wird uns richtig vernichten. Der wird uns zerstören, dass wir morgen kein Licht mehr sehen. Kein Wunder, dass es am nächsten Tag bei Star Wars Battlefront 2 so dunkel noch war. Also genießt diesen Part, ne, es wird geil. Okay, wir sind jetzt hier im geilen Ladebildschirm und ich finde, das ist einer der geilsten Ladebildschirme überhaupt. Einfach, weil, schaut mal her. Dieses Geräusch einfach vom Ladebildschirm ist geil. Und ich kann jeden von euch raten, ne, fährt immer ein AAT zuerst, damit ihr erstmal diesen großen Schrott da aus dem Weg fährt. Da, ihr müsst sie erstmal vernichten und ihr seht selber, ne, da ist auch so ein Tank von den Gegnern und wir greifen sie von beiden Seiten an. Und wir können sogar auch ins Cockpit schießen und ich würde euch das auch sogar raten, denn damit könnt ihr den Piloten ausschalten und dann ist er erstmal weg und das ist am besten. Und wir werden jetzt auch mal zu Fuß gehen. Und wisst ihr, was auch richtig geil bei diesem Spiel ist? Und das gefällt mir sehr. Und zwar können wir uns hier auch richtig hinbücken. Und das ist einfach gut, dass wir das können, denn damit können wir sogar hier runterkrabbeln, wir können hier in Deckung gehen. Aber Gott sei Dank, da dieses Teil ja schwebt, können wir damit nicht überfahren werden. Also, da oben sehen wir den geilen Palast der Königin. Wo könnte bloß die Königin sein? Das ist eine sehr gute Frage. Wo könnte Obi-Wan sein? Der macht ja hier sein Praktikum bei Qui-Gon Jinn. Die waren ja schon auf Tatooine und wo auch immer. Und seid hier wirklich konzentriert, ne? Weil diese Naboo-Krieger, die Naboo-Soldaten, die sind echt krass. Und die haben so einen grünen Blaster. Das macht es nochmal viel interessanter hier. Dann kann man besser schauen, wo die herkommen, diese Verräter. Hier sind noch die anderen Klassen. Ich werde mal mit einer Sniper-Klasse spielen. Und ich werde jetzt mal hier gleich spawnen, hier auf dem Platz. Hier spielt sich nämlich das Ganze ab. Hier müssen wir wirklich aufpassen. Und ihr könnt hier sogar ranzoomen. Wir können nicht... Doch, das können wir sogar auch. Wir können sogar doppelter ranzoomen. Will ich aber keinen von euch empfehlen. Vor allem bei so einem... Wie hieß das nochmal? Close Combat. Genau da müssen wir aufpassen. Und für jeden Lego-Fan da draußen, ich kann euch nur mein Lego Star Wars 3 Let's Play ans Herz legen. Denn da lernen wir richtig viele Clone Wars Charakter kennen. Und es macht richtig viel Spaß und es ist eine meiner ersten Let's Plays. Und da könnt ihr sehen, wie ich mich damals noch angehört habe. Und ich kann es jeden von euch ans Herz legen. Ballert es euch rein. Jetzt können wir auch mal mit den Druidica spielen. Hier können wir sogar auch ein Schild mitmachen mit dem Druidica. Und ich bin mit diesem Teil lange nicht mehr gefahren. So, wie können wir uns denn bücken? Mit der E-Taste? Perfekt. Okay, dann werden wir mal hier oben den Command-Posten erobern. Der gehört uns schon, das ist super. Und es geht wirklich mit eurem Team hier zusammen. Das ist nämlich hier wirklich Teamwork alles. Denn auch überall, ne, Teamwork ist immer richtig wichtig. Egal wo ihr seid, wenn ihr nicht in der Lage seid, mit anderen zusammen zu arbeiten, ne, das ist ein Fail, das bringt euch gar nicht weiter. Deswegen zeigt Interesse vor allem euren Mitschülern, falls ihr noch in der Schule seid. Ich bin noch in der Schule und ich versuche da halt so viel wie es geht mit anderen Leuten zu machen, damit die nicht alleine sind und ich auch nicht. Und das geht einfach, das macht man einfach, finde ich. Man sollte immer so Interesse zeigen, fragen, hey, wie geht's dir und so. Und geile Themen, ne, wenn ihr so einen Nerd in der Klasse habt oder so, sind auch immer so Star Wars und so, ne. Da könnt ihr immer auch viel zu sagen. Also, ich bin mit Star Wars aufgewachsen und ich könnte wirklich den ganzen Tag über Star Wars reden. Ich könnte es wirklich und ich bin mir ziemlich sicher, dass das mal der Fall war. Irgendwann damals in den Ferien. Bestimmt auf dem Schulhof. Obwohl in Ferien, ja gut, auf dem Schulhof jetzt nicht, aber wir sind trotzdem in Ferien auf dem Schulhof gewesen. So war es nämlich auf der Tischtennisplatte. Auf jeden Fall, so war es bei mir damals und es ist auch wirklich heute noch und ich kann es kaum erwarten, Star Wars Episode 7 anzusehen im Kino. Ey, ich gehe da mit einem Lichtschwert rein, ne? Ich hole mein geiles 10-Euro Lichtschwert von damals, von Toys R Us und dann werde ich da jeden auseinandernehmen, der sich
der sagt, dass er ein Jedi ist. Den werde ich dann vernichten. So, wir spielen mal wieder mit der geilsten Klasse. Mit der Blaster-Klasse. Die sind einfach die besten, um hier die ganzen Truppen auszuschalten. Da habt ihr keine Probleme mit. Denn ich habe das Gefühl, die Druidikas sind so... So, die haben auch viele Nachteile. Klar, die sind richtig stark, aber die haben... Die sind einfach mir zu langsam, auch wenn ich dann auch schnell fahren kann. Denn die müssen sich immer wieder aufbauen. Und für Anfänger ist diese Klasse am besten. Und mir macht diese Klasse persönlich am meisten Spaß. Und da bin ich auch sehr von überzeugt, dass wir auch mit dieser Klasse am meisten reißen können. Also ich bin einer, der kaum mit einem Raketenwerfer spielt. Denn ich kann einfach nicht mit Raketenwerfer spielen. Und es ist einfach so bei mir. Und ey, mich würde einfach mega interessieren von euch, kann man dieses Spiel eigentlich noch online spielen? Denn ich habe gehört, die Server wären down. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir eine PN. Das wird mega cool von euch sein. Ich werde euch auf jeden Fall die PN beantworten. Also PNs beantworte ich immer und Kommis versuche ich auch immer zu beantworten. Einfach weil, wenn mir jemand einen Kommi schreibt, ne... Ich finde das so ein bisschen scheiße, wenn man den nicht zurückschreibt. Weil man will ja auch natürlich so ein bisschen helfen und so. Und man soll auch immer Danke sagen für das, was man bekommt und was man noch bekommen wird. Und was man auch anderen gibt. Dann soll man immer Bitte sagen, ne? Denn ich kann es gar nicht ab, wenn jemand etwas bekommt und nicht Danke sagt. Oder das nicht wirklich wertschätzt. Und für mich war es damals so geil, als ich dieses Spiel bekommen habe, ne? Ich habe 10-mal Danke gesagt. Weil es war einfach und es ist einfach das geilste Star Wars Spiel ever. Star Wars Battlefront. So, okay. Alles klar. Wir haben 27 Kills gemacht, 6-mal sind wir gestorben. Und einen Command-Posten haben wir erobert. Und dieser Spaß hier, Unit 790, der hat 3 Command-Posten erobert. Und ihr seht selber, ne, das war echt eine geile Schlacht. Ich hoffe, euch hat die Schlacht gefallen. Im nächsten Part werden wir dann schauen, wie es weitergeht. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Danke für alles. Bis dann, Leute. Haut rein und ciao.